Abschnitt 73 des Briefes an Herodot von Epikur. Denn auch dies bedarf nicht eines Beweises, sondern nur der Überlegung, dass wir es mit den Tagen und Nächten verknüpfen und mit deren Teilen, ebenso auch mit den Erregungen und den Ruhephasen, den Bewegungen und Stillständen, indem wir als spezifisch auffällige Eigenschaft an ihnen wiederum eben dies Messkonzept mitdenken, an dem gemessen wir die Bezeichnung Zeit gebrauchen. Zusätzlich zu dem zuvor Gesagten muss man ferner annehmen, dass die Welten und jede begrenzte Atomverbindung, deren Erscheinungsbild mit den Beobachteten durchgehend übereinstimmt, aus dem Grenzenlosen entstanden sind, indem all diese Körper, die größeren wie die kleineren, aus je eigenen Zusammenballungen ausgeschieden wurden. Des Weiteren, dass sich alle wieder auflösen, die einen schneller, die anderen langsamer, und zwar so, dass die einen die Wirkung von diesen, die anderen von jenen Ursachen erfahren. Abschnitt 74.